so laufen, nicht so lecker. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind gut ins neue Jahr gekommen. Weihnachten waren Träumchen, Silvester super. Weltuntergang hat nicht stattgefunden. Ich habe doch gewusst, hat Johann direkt gesagt. Und meine Damen und Herren, heute werde ich hier kochen. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe gedacht, wenn der Maya-Kalender schon gelogen hat, dann fange ich jetzt auch noch an, vegetarisch zu kochen. Und zwar werde ich wunderbare vegetarische Frikadellchen machen. Sie werden begeistert sein. Und mein Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, wird, wie heißt das noch mal ganz genau, ein Mokkaschäumchen mit Beerengrütze machen? Ja, aber was ist denn tatsächlich ein fantastisches Dessert, meine Damen und Herren? Es gibt nur einen, der für mich das Dessert verkörpert. Johann, bist du da? Ja, ich bin da. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind, wieder bei Laferlich der Lecke im neuen Jahr. Und auch ich werde versuchen, für Sie zu Hause und für unsere Gäste hier lecker zu kochen. Dieses Mal gibt es zwei Gerichte bei mir. Und zwar einmal gibt es ein Lammfilet im Pancetta-Mantel, dazu einen Salat aus Bohnen und Radieschen. Ja. Und dann gibt es ein Heilbuttfilet mit Kürbiskernbutter und dazu ein Risotto mit roter Beete. Also zwei Gerichte, ich hoffe, die gefallen Ihnen. Ja. Und jetzt aber erstmal, liebe Zuschauer, freue ich mich sehr, auch mit diesem Mann im neuen Jahr zusammenarbeiten zu dürfen, mit dem lieben Horst. Johann, mein Hase. Also, das habe ich dich vermisst, ehrlich. Ich hatte so eine Angst, dass du zu spät kommst heute. Aber ja, ja. Ja. Ich dachte, du hast mich vergessen. Ne? Das neue Jahr fängt ja schon gut an, verstehst du? Ja, fängt's gut an. Du weißt ja, ich habe in 3 Tagen Geburtstag. Hast du schon überlegt, was ich kriege? Das sage ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Gut. Das darf keiner wissen. Das ist was ganz Spezielles. 51 ist ein tolles Alter dann. Du, aber jetzt ganz ohne Quatsch. Was ist deine Größe mittlerweile? Ich trage immer noch 43 in den Schuhen. Ja. Aber Johann, ich habe einen Gast heute. Ja. Warte mal, wie soll ich Sie beschreiben? Ich fange mal ganz vorsichtig an. Ich zähle nur einen Teil der Vorzüge auf. Also, bildhübsch, blutjung, eine Tänzerin vor dem Herrn. Gewinnerin von Let's Dance, meine Damen und Herren. 10 Jahre hat sie gespielt, sensationell bei guten Zeiten, schlechten Zeiten. Und da ist sie leider Gottes tödlich verunglückt, aber ich habe sie wiederbelebt. Und sie ist in einer neuen Show, die von ihr sowas von genial gemacht wird, dass ich überlege, ob ich mit dir nicht noch mal heiraten soll. Ja. Nein, bitte nicht, bitte nicht. So, und jetzt sag du mal. Mein Gast, was soll ich sagen? Mir fehlen einfach die Worte. Ja. Traumfrau, sieht super aus, kann ebenfalls super tanzen. Ja. Ja? Ja. Und sie kann auch super kochen. Ja. Hier ist Mozi Mabuse und Susan Citropoulos. Ja, Johann. Schön. Das ist das erste Mal, dass wir zwei Paris sind, ne? Da kann keiner was sagen. Jetzt bitte keine Details. Ja, ja. So. Beides Top-Schüsse an der Seite. Ja. So. Und was ich eben vergessen habe zu erzählen, du bist doch eine sensationelle Köchin. Unbedingt, ja. Unbedingt. Also vor allem Nachtisch. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht aufesse beim Zubereiten. Ich weiß, wenn du möchtest, darfst du schon mal ganz vorsichtig anfangen. Dieses wunderbare Beerenkompott muss ja als erstes gemacht werden, dafür dieser schöne Karamell machen, damit Rotwein kochen. Ah, ich freue mich schon drauf. Mm. Ohne Blödsinn. So, ich fange auch mal vorsichtig an. Da Bohnen sind hier. Ah, die sind Bohnen. Das sind Bohnen. Okay. Was hast du sonst gedacht, dass das Bohnen sind? Ich dachte, die sind Bohnen, aber die sind Bohnen. Ist das okay. Pass auf, das sind Kürbiskerne und das sind Bohnen. Ah, ja, sehr schön. So. Ja, ganz schön rein. Sag mal, hast du noch nie Bohnen gehabt in deinem Leben, oder wie? Ja, ja. Wie? Doch, ich habe Bohnen. Aber in Südafrika isst man andere Bohnen, gell? Ja, rote, so kleine. Die kleinen Bohnenkerne, genau. Aber die das sind ich frische auch. Prinzessbohnen. So. Okay. Und das ist Pancetta. Guck mal, das ist also ein toller Schinken. Mhm. Und dann tust du jetzt einfach bitte hier das Filet einwickeln. Schön okay. Gleichmäßig, aber ganz fest. Ja? Okay. Weil wir braten ja das Filet in diesem Pancetta-Mantel. Sehr gut. Ja? So, und ich mache hier meinen Fisch und meine Kürbiskernbutter erstmal. Das heißt, Kürbiskerne, Butter muss ich erstmal Butter schaumig schlagen mit einer Schüssel. Gut.
Soll ich die Bohnen schon im Wasser machen? Wenn es Wasser kocht, ja. Okay. Das kocht aber noch nicht. Nein. Also man blanchiert Bohnen meistens im kochenden Wasser. Wie oft kochst du jeden Tag? Ich koche so etwa 4 bis 5 Mal. Am Tag? Okay. Nein. Okay, 7 Mal im Jahr. Und bei dir? Ich schließe mich an. Obwohl ich mache. Du machst natürlich regelmäßig Dessert. Ich mache natürlich Dessert. Meine Kinder essen nur Schokolade. Denen geht's gut bei mir zu Hause. Die werden so schön groß. Weil du hast ja noch ganz nebenbei 2 bezaubernde Kinder, ne? Richtig. 1 Jahr und 2,5 Jahre alt. Ja. Tja, junge, gut erziehende Mutter. Übrigens hier, Zucker schön karamellisieren lassen. Mhm. Siehst du? Sieht super aus. Ja, jetzt ist er schön zerlaufen. Guck mal, jetzt kommt der große Moment. Oh. Der Rotwein. Der Rotwein. Dazugeben. Und was passiert dann? Der Zucker wird hart, siehst du? Lecker. Und der muss natürlich jetzt wieder mit dem Rotwein verkochen. Mhm. Und wie ich sehe, bist du schon für die Grütze. Genau, und das reicht. Vanille, reicht schon. Ja, sehr. Und das finde ich ganz toll. Guck mal hier, Susan. Das macht nämlich nicht jeder richtig. Und da ist Johann, guck mal hier, Johann. Hier, meine Susan, ja? Hier, guck mal hier, wie die Schale abgerieben hat. Perfekt, Johann. Nichts von dem Weißen. Ja? Respekt. So. Und schön das Vanillemark ausgekratzt. Das ist auch eine super Sache. So. Zimtstange tun wir noch mit rein. Aber du kochst ja häufiger wie 7 Mal im Jahr. Ja. Du hast 2 kleine Kinder. Wie kriegst du das unter einen Hut? Sie lacht mich aus. Ich wollte gerade unsere beiden Küchenschlachtgewinner heute mal willkommen heißen, ja? Weißt du, eine kommt aus Graz sogar, aus meiner Heimatstadt. Ich war Steiermark, ne? Genau, ja. Und zwar, das ist die Brigitte Geiger und Baktigül Özdemir. Özdemir, jawohl. Jawohl, herzlich willkommen. Ja. So, Frau Geiger, servus. Hallo. Servus. Nicht über Kreuz machen, ne? Ja. So. Johann, weißt du, was ich super finde? Ja. Aber da merkt man wieder, guck mal, jetzt sind wir im 6. Jahr. Und? Im 6. Jahr, ne? Was heißt das? Ja, nee, im 7. Wir sind im verflixten 7. Ja, wir haben 6 Jahre hinter uns. Schon in den ersten Sendungen im Jahr 2013 bekommen wir nur noch Frauen. Wieso? Ja, guck mal, sonst hatten wir immer mal einen Mann, ein Weibchen, hier ein Mann, ein Weibchen. Nein, jetzt nur noch Frauen. Wenn du Pech hast, musst du ausgetauscht. Hast du damit ein Problem, oder was? Bei wem warst du? Beim Alexander Herrmann, dann bist du ja verwöhnt, ne? Was Männer betrifft. Ne? Okay. Und du? Beim Alfons Schubeck. Ja, Johann, dann beschäftige dich damit, mal ich gehe arbeiten. Ne? So, genau. Ich mache was zum Essen, ja? Okay? Wir machen jetzt was zum Essen. Oh, das ist kaputt. Wie, schon wieder kaputt? Ich weiß es nicht, ich war so vorsichtig. Ich war echt vorsichtig. Hast du für sie kein größeres Messer für so kleine Eier? Dein arme Kind. Why? Da. Ja, geht doch. Guck mal, das ist wie bei Let's Dance. Da muss man einmal gucken, ob alles stimmt. Hier. Schau, schön hier so aufschneiden. Mit dem Sägemesser geht's besser. Okay. So, und jetzt aufklappen. So, und dann rein damit. Okay. So, wir brauchen jetzt 20, für das ganze Publikum 30 Spachtelspiegel. Ja. Und wie viel Zeit haben wir denn? Wir haben jetzt Zeit ungefähr so 10 Minuten. Okay. So, ich mache jetzt gerade Risotto-Ansatz mit Knoblauch, Schalotten, anschwitzen, Olivenöl. Und jetzt habe ich hier vielleicht sagen, dass man die Pfanne nicht immer kalt lässt. Ja. Nein, ist alles ist in Ordnung. Ja. Erstmal die ganzen Eier reinmachen und dann braten wir das. Sonst sind die unterschiedlich. Eins nach einer anderen. Herr Lichter. Sie machen mich nur unsicher. Ja, das ist seine Taktik. Er will immer unsere Gäste hier verunsichern. Lass dich nicht verunsichern, mach weiter so. Das stimmt, kleine Susan. Möchte ich dich verunsichern? Nein. Nein. Sag mal, aber du hast ja mit der Mozzi schon mal so ein bisschen was zusammen gemacht. Zumindest habt ihr was gemeinsam. Genau. Du hast gewonnen bei Let's Dance. Ich habe direkt Mozzi überholt. Direkt überholt. Wart ihr parallel in der Sendung? Nein, aber sie ist ja Profi und ich war ja
Promi. Und daher, ja, wir haben gewonnen. War super. Respekt. Ja. So. Ja, Johann und ich, wir haben uns ja auch schon mal angemeldet. Bei Let's Dance? Ja, wir das möchten auch mal mitmachen. Oh. Als Promi-Pärchen. Aber wir haben immer Krach, wer führt beim Tanzen. Ja? Wir wollen gleichzeitig führen und drehen uns dann nur noch im Kreis. Aber ist auch schön. Der Stärkere das wollen wir führt. Sehen. Bitte? Der Stärkere führt. Ach, du hast ja noch ein größeres Messer gefunden. Ja. Mensch. Ja, aber das ist ein Sägemesser, ist gut. Ja, aber keine kleineren Eier. Schau mal, schau mal. Das schau geht mal. Super jetzt. So, jetzt zu gut tun. Jetzt schalten wir die Platte ein. Guck mal, jetzt gehen wir hier vorne hin. Genau. Und jetzt machen wir es aber schön langsam heiß. Und du musst mit dem Löffel so ein bisschen zur Seite. Kennst du diese Eier nicht? Nein. Komm mal gucken hier. Ja, das sind ganz junge Hühner, die drücken ganz fest und dann werden die Eier klein. Tja. Wo bist du? Ja. Reicht, ja? Genug. Du kennst, so, Wachteleier. Du kennst die Eier nicht? Nein. Kennst du keine Wachteleier? Aber versuch die mal aufzumachen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Kunst. Du, machst du bitte die Bohnen ins Wasser und vorher okay. Salz, wenn es geht. Alle. Ja, wir dürfen euch Salz nicht Salz muss auch noch reintun, sonst erst, schreit er nicht wieder an. Erst die brennt doch nee, erst Salz. Erst Salz. Erst Salz, dann die Bohnen. Salz. Ich weiß nicht, wenn ich glauben soll. Hier, guck mal, da ist Salz. Hilfe, ich habe irgendwas gedrückt. Oh ja, du hast was gedrückt. Was gedrückt. Ich wollte nach hier drücken. Ja. So, oder? Kräftig. Ein bisschen runter. Darf aber ruhig kochen. Ach so, jetzt musst du bitte... Jetzt müssen wir, oder? Ja, du musst die Stärke jetzt anmachen. Mhm. Das machen wir klein oder ganz aus schon. Ne, müssen wir gleich schon einmal aufkochen. Okay. Hier ein Schälchen. Mhm. Weil die Grütze muss ja gebunden werden. Ja. Und dafür nehmen wir Stärke. Jetzt tust du ein bisschen Stärke hier rein. Was ist ein bisschen? Ja, mach mal so. Stopp, stopp, stopp. Oh, ja. Oh. Das ist okay. Dann machen wir einen kleinen Tropfen Wasser rein. Ach, richtig. So. Mhm. Dann rührst du mit dem Schneebesen die Stärke an, mhm. so dass sie sich auflöst. Weil wenn du die so reintun würdest, dann klumpt sie. Was du natürlich schon wusstest. Natürlich. Ich habe es ja nur noch mal erklärt. Für die Zuschauer. Weil dir gerade die Worte fehlten. Stimmt's? Mhm. Richtig. Ja. Ich meine, hast du mir auch ein ganz tolles Rezept gegeben. Richtig. Habe ich dir vorher ja noch mal beigebracht. Das hast schön. Du dir gut gemerkt? Ja, weißt du. So, geht schön. Ganz ich möchte ja Johann auch mal zeigen, dass wir das können. So, jetzt rührst du die Stärke ein. Mhm. Horst, hast du so einen kleinen Aussticher da? Johann, für dich würde ich einen bauen. So. Und jetzt merkst du schon, guck mal hier, jetzt kriegen wir eine Bindung. Ja? Und die Stange bleibt drin. Die Zimtstange holen wir raus, weil wenn da jemand draufbeißt bei den Bären, das kann ganz komisch aussehen. Ja. Ja? Es sei denn, er hat Zahnschmerzen, dann ist eine Zimtstange sehr gut. Ja? Nee, das wenn ist du so Zähne hast wie Johann, dann nimmst du die Zimtstange und legst sie bei die Zähne. Dann ist auch gut. So, also das ist fertig. Jetzt die Sahnestange. Ist Zimt nicht gut dafür, Johann? Nee, Gewürzmehl nimmt man da. Gewürznelken. Wenn man Zahnschmerzen hat, oder? Stimmt das? Stimmt. Gewürznelken, kann nichts. Muss hier leider ein bisschen lauter werden. Pass mal auf, ich gebe dir da auch noch mal einen Tipp, wie man da leise hinkriegt. Darf ich mal? Oh, tatsächlich. Nicht weil einfach. Du musst ja kein Loch in den Dings bohren. Das heißt, wenn du es anmachst und hältst das in der Mitte. Ganz leise. Ja. Mhm. Und so. Ja? Jetzt schlägst du schön die Sahne. Mhm. So. Und ich werde mich mal langsam um unsere Frikadellen kümmern. Aber oh, Johanna, das klappt aber gut. Ist, man braucht eine Schürze. Ja, das ist in der Küche relativ häufig anzutreffen. Wieso zieht ihr keine Schürze an? Weil sie einfach so hübscher sind, Johann. Wir hätten den Tipp mit den Schürzen, ne? Ja. Immer mit deinen Spiegeleiern. Jetzt guck dich hinter und mach was massiv. Anderes. Halt die Klappe da und lass mich in Ruhe. Scheiße. Irgendwie ist er dieses Jahr komisch, ne? Wie wer? Der Johann. Ja. Ich komme in 10 Minuten wieder, ja? Nein, jetzt nur die scheiß Kamera da weg jetzt. Du hast keine Kamera da. Johann, das ist Fernsehen und kein Radio, da brauchen wir eine Kamera. So, hier, schön drauf da, so schön, drapieren. So. Okay. Meine Güte, so. Wenn das einer sieht, der denkt, der Lava kann gar nichts, du. Das würde ich so nicht sagen, Johann. Ne? Hast du eigentlich gesehen, wie fantastisch sie das hier macht?
Hast du die Sahne geschlagen? Mensch. Super. Und das kann weg. Aber das früher als Kind, ja, als Kind durfte ich das immer noch essen. Darf die Dinger? Mhm. Sie sind aber hart. Nein, das hier. Aber ach so, ablecken meinst du? Ja. Ah, ja. Das darfst du erinnert mich immer an Kindheit. Beim Kuchenbacken. Obwohl, die Kindheit ist bei dir ja noch nicht wirklich lange her. Nein, 3, 4 Jahre. Sag mal, du warst 10 Jahre bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Wird man dann irgendwann mal komisch, wenn man sagt, so 10 Jahre? Das ging oder ist so halt ein vorbei. Parallelleben? Das ging vorbei wie nix. Wenn etwas Spaß macht, vergeht die Zeit ja immer ganz schnell. Mhm. Und so war das. Ja, aber ich kann das so ein bisschen nachfühlen. Das ist ja ähnlich wie bei uns hier, ne? Gute Zeiten, ne? Gute Seiten, schlechte Seiten. Ja. Ne? Aber lieber Horst, darf ich dir was sagen? Ich liebe dich, Johann. Das machst du sehr, sehr schön. Nein, ja? Ich habe jetzt ja was anderes zu sagen. Ja. Für mich gab es mit dir nur gute Zeiten, lieber Horst. Oh. Das sage ich sogar in der Öffentlichkeit. Leck dir mal. Was wird denn das da? Das wären vegetarische Frikadellen. Ah, okay. Ja. So. Das war eine schöne Liebeserklärung. Ja, für die dich. Brauchen wir nochmal für die Traumhochzeit, bitte, wenn ihr da dabei seid. Was, Traumhochzeit? Ja, sie moderiert doch seit Dezember vergangenen Jahres die Traumhochzeit. Und ihr zwei seid bald dabei. Das finde ich so schön. Wir haben auch ein schönes Foto vorbereitet. Ja. Komm, können wir das mal zeigen, ganz kurz. Ich möchte es einmal gezeigt haben von dir mit den Traumhochzeiten. Ja, wo ist es denn? Da, da! Da. Hallo! Ja, sag mal, ihr seid doch komplett beklopft hier, oder? Wir sind mir passte das Kleid so gut. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern damals. Ach, war das schön. Ach, Johann. Jetzt im neuen Jahr fangen die schon so ein Blödsinn an, da, du. So. Als Johann mir den Antrag machte morgens beim Spiegelei-Braten, du, das war traumhaft. Ich habe für dich Tüchlein. Ja. So, jetzt können wir mal kurz zeigen für unsere Küchenschlag-Gewinnerinnen, die beiden. Mit Begleitung hier, guck mal, schöne Crostini mit Kürbiskernbutter, Schinken und Wachtelspiegeleier hier. Guck mal da. Ja, Mozzi. Kommst du mal rüber? Ja. Für unsere Gäste, ja? So, Johann, ich habe übrigens schöne Kartoffelchen gekocht mit Kümmel. Einen guten Salz. Die habe ich schön gepresst. Würzig angebraten mit Zwiebeln und Knoblauch. Bisschen Mehl dazu und jetzt mache ich daraus kleine Frikadellchen. Und dann werden die nochmal schön ausgebacken. Jetzt muss man gucken, wie sind die Bohnen? So. Na, ein bisschen dann kalt abschrecken, ja? Okay. Dann kannst du eine schöne Marinade machen. Und erstmal kannst du die Radieschen schneiden. Okay. Radieschen in so Viertel schneiden. Johann? Ja? Wusstest du eigentlich, dass wir nicht nur tolle junge Damen an unserer Seite haben, sondern auch beide haben etwas anderes gemeinsam. Beide haben ihre erste große Liebe geheiratet. Oh. Ne? Ja. Die erste. Das heißt, liebe Susan, ja, du hast deinen Schatz kennengelernt, wann? Vor 17 Jahren. Was, da warst du? 5 oder was? Gut so. Nein, da war ich schon 15. Ja. Gut, ja. Mit 15 hast du ihn kennengelernt? Mit 15 kennengelernt und vor 6 Jahren geheiratet. Ja. Ja. Du warst, als du geheiratet hast, warst du 18. Jetzt kommt das Rechnen wieder, ne, Johann? So genau wollen wir das doch gar nicht wissen. Johann, das war von seiner Seite ein Kompliment. Vielen Dank. Ja. Mozzi, du bist auch wie lange schon verheiratet? Ich bin nächstes Jahr 10 Jahre verheiratet. Ja. Dann lass mich mal kurz nachrechnen. Dann hast du also mit 2,5 Jahren geheiratet. Es war eine eingefädelte Ehe, wie bei Johann und mir. Aber du hast doch mit deinem Mann gewonnen, Deutscher Meister im Latein-S. Das ist die spezielle Klasse, gell? Genau, Sonderklasse, ja. Das war 2009 und 2010. Genau. Rosa. Hast du deinen Mann beim Tanzen kennengelernt? Genau, ich habe ihn kennengelernt in London
auf ein Tanzturnier und dann bin ich nach Hause wieder gegangen und da hat er mich angerufen und ein halbes Jahr später bin ich nach Deutschland zu Besuch und dann haben wir entschieden, dass ich doch hier bleibe und seitdem bin ich hier. Oh, gut. Sag mal, bei Let's Dance, jetzt mal ganz im Ernst, ja, wenn ich so sehe, Joachim Lambi und auch du, beim Ergebnis, manchmal gibt es da gewisse Widersprüche. Wie kommt das? Genau. Weil, ich meine, erstens, wir haben zwei verschiedene Generationen. Herr Lambi ist etwas älter. Etwas? Und dann, hi Joachim! Und dann bin ich eine Frau, er ist ein Mann. Also ich glaube, wir sehen grundsätzlich Sachen ein bisschen unterschiedlich. Ja, und er ist halt ein bisschen knallhart und ich versuche das schön zu verpacken, wie das Essen hier. So, dann wollen wir jetzt mal als nächstes hier die Lammfilets. Guck mal, das ist jetzt heißes Olivenöl mit dem Manchetta ganz zart anbraten, dann tun wir die langsam garen, ja? Okay. Und dann kann man die Bohnen in der Schüssel geben. Auch. Die habe ich schon mal kalt abgeschreckt jetzt hier im kalten Wasser. Die sind sehr schön grün. Die muss man immer kalt abschrecken, damit der Garprozess unterbrochen wird. Siehst du hier? Mhm. Dann mische ich schon mal in einer großen Schüssel die Bohnen und auch alle Radieschen. Die gebe ich jetzt hier die Radieschen. Warte mal, hier eine Schüssel. Eine große. Machst du alles da rein. Okay. So, das ist hier eine Schüssel. Machen wir einen schönen Salat dazu, gell? Gut. So, mein... Prost. Ja, Johann? Wo haben wir uns überhaupt kennengelernt? Weißt du das nicht mehr, in den Tanzkurses, wo du mir so höllisch auf die Knochen getreten hast? Das glaube ich kaum. Na gut, es war in einem Kochkursus, wo ich Johann ständig sein Essen verbrannt habe. Ja, aber... So, schön langsam braten, die Filets. Aber jetzt Motzi, eine Bitte hätte ich. Ja? Ja, also das hängt mir wirklich ganz nah. Kannst du dem Johann nicht so ein paar Schritte beibringen? Nee, bitte jetzt nicht, bitte nicht. Nein, oh, bitte nicht, nein, nein, bitte. Nein, 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 nein. Ich mach mich... Nein, nein. Leute, jetzt bitte mal ganz im Ernst. Ich mach wie doch nicht zufällig haben wir Musik vorbereitet. Ich mach mich im... Nein. Ich mach mich doch nicht. Nein. Ein Schritt. Ich mach mich doch jetzt die neuen Jahre schon zum Affen hier, verstehst du? Nein, wir machen einen Schritt. Ich lerne heute so viel. Was für Tanz? Cha-cha-cha. Ein einfacher Schritt. Komm. Gehen wir üben. Ich lerne heute so viel. Aber bitte, liebes Publikum, umdrehen jetzt, ja, wenn's geht. Das ist so einfach, wirklich. Das erste Mal, dass wir rückwärts drehen jetzt. Da müssen wir eigentlich Punkte vergeben jetzt, ne? Nee, bitte nix. So, schön braten. Das war für mich das getanzte Spiegelei heute. Obwohl, da ist jede Menge Potenzial drin. Das glaube ich auch. So, jetzt. Jetzt. Machen wir eine schöne Soße. Und zwar Vinaigrette mit einer Orangenmarmelade. Okay. So. Du tust Schalotten und Knoblauch mit Marmelade kurz erwärmen, ja? Okay. Erwärmen. Dann kommt dazu... Balsamico-Essig und etwas Öl und Orangenschale, gell? Nee, ich gebe dir eine neue Pfanne. Okay. Hier. Und das kommt zuerst rein, ja? Zuerst kommt das rein und dann kommt das dazu, genau. Okay. Ich werde es hier mal, schau mal her, ich habe so einen super schönen Fisch hier, guck mal. Heilwut, guck mal, so ein dickes Steak hier, traumhaft schön. Komm, guck mal, ja, Wahnsinnsfisch. Hier, schau her, das ist doch super, der Fisch ist doch ein Traum. Wenn du so ein gutes Produkt hast. Und hier habe ich rote Beete-Saft mit rote Beete-Würfel und Reis. Guck mal. Auch lecker. Lecker, oder? Die Hälfte. Wobei, da erinnere ich mich dran. Ich habe den Steffen Hensler mal gefragt, woran man erkennt, dass Fisch frisch ist. Der hat mir gesagt, man soll ihm in die Augen gucken. So, Susan, aber du bist schon soweit mit dem Dessert. Ja. Zum Anrichten.
Hier haben wir so schöne kleine Cookies. Mhm. Dann haben wir hier ein klein bisschen, Orangenlikörchen. Okay. Und da das ein Dessert werden soll, was fürs neue Jahr ein bisschen Demut, Zurückhaltung, Dankbarkeit darstellen soll, machen wir es mit dem Alkohol auch sehr vorsichtig. Du machst so ordentlich was rein. Ja. Dann kommt da drauf. Das wird lustig. Nein, das wird nicht lustig, aber lecker. Hier hast du schönen Quark. Den hast du erst angerührt mit Zucker und Vanillezucker. Vanillezucker. Dann Sahne. Mit Mokka-Pulver schön steif geschlagen, drunter gerührt. Dann hat man so eine schöne Masse. Hast du die mal probiert? Ja, ist lecker. Ich habe sie noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Zucker. Alles? Ein bisschen Zucker, das ist okay. So, jetzt machen wir so ein bisschen von der Creme drauf. So, verteilen überall. Weil das ist reine Diätküche. Ja, die Kalorien hier, die gehen gar nicht in die Blutbahn, die gehen direkt in die Fettzellen, weißt du? So, so. Dann holen wir ein anderes Löffelchen. Dann machst du die nächste Schicht. Schön mit dem Beerenkompott obendrauf. Jetzt machen wir hier, dass wir alles weg. So, guck mal, das schön. So, schön verteilen. Und dann machst du das so Schicht für Schicht. Wie eine Lasagne. Wie eine Lasagne. Und ich habe in der Zwischenzeit die Frikadellchen gemacht. Und zwar die Kartoffeln, schön gekocht, mit ein bisschen Kümmel, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Hab den Wirsing schön angebraten, ein bisschen Knoblauch, Schalotten, Butter. Dann ein bisschen Paniermehl, geformt zu kleinen Frikadellen. Und jetzt werden die schön gebraten. Und dann hat man wunderbare vegetarische Frikadellen, auch ohne Soja-Gedöns. So. Tolle vegetarische Alternativen. Lecker aus. So. Ja, es soll ganz tolle vegetarische Sachen geben. Das stimmt. Ne, Johann? Ja. Ich brate hier gerade jetzt. Schönen Fisch. Nee, Fisch. Hast du ne, ich habe zwei Salzmühlen. Hier ist eine Pfeffermühle da. Pfeffermühle? Ja, Johann, für dich würde ich Pfeffer in Brasilien anbauen gehen. Ja, hier. Finde ich schön. Dankeschön. Guck mal. Wir braten jetzt gerade hier in Aromaten die Lammfilets mit Thymian, Knoblauch und Rosmarin hier. So, in der Pfanne schön. Dann da vorne den Fisch müssen wir schön langsam braten, weil der darf sonst nicht nachher zu trocken sein. Ja, der kommt dann später mit der Kürbis kaputt in den Ofen. Und hier sehen Sie da bei mir das rote Bete Risotto. Ja, das kocht jetzt langsam. Also bei mir, Horst, läuft alles gut heute. Ja, merke ich. Super. Ja, bei mir läuft alles gut. Ich zeige dir gleich mal, wie man Spiegeleier macht. Weil ich muss nämlich Spiegeleier machen. So, schaut mal aus. Hier lassen wir nur noch ziehen, das Fleisch. Das Lammfilet muss schön rosa sein, deswegen lassen wir es nur noch in der heißen Pfanne garziehen. Gell? So, jetzt machen wir das Dressing. Du hast jetzt hier Schalotten, Orangenmarmelade, Knoblauch und Essig eingekocht. Genau. Jetzt machst du dazu Orangenschale. Die gebe ich dir eine Reibe hier und dann machst du dann rein als nächstes das Öl. Schön fein abreiben, bitte. Okay. Genau. Direkt drin. Direkt rein. Dein Mann dir eigentlich deinen Heiratsantrag gemacht. So richtig romantisch. Ja. Erzähl mal. Ich habe einen ganz, ganz romantischen Mann und der hat mich wirklich toll überrascht. Damals habe ich in Köln einen Film gedreht und dann ist er angereist und hat sich ins Hotel geschlichen, hat alles schön dekoriert. Wie? Erzähl mal, komm. Mach mich mal so richtig nicht neugierig. So ins Detail, so richtig schön mit Blumen und Musik und Kerzen und ich kam wieder und meine Zimmertür ging nicht auf. Und bin wieder runter und haben gesagt, es ist was kaputt, ich muss heute in einem anderen Zimmer schlafen. Ich wieder hoch, ganz nach oben, denke, ach, die sind ausgebucht, super, kriege ich eine Suite. Ne? Hab mir nichts bei gedacht, mach die Tür auf und dann... Liegt er da? Nein. Nein? Dann steht er da. Ach so. Mensch, dann steht er da natürlich. Das erinnert mich an so ganz normales Ferienwochenende von uns beiden, Johann. Ja? Übrigens, guck mal, Johann, ich habe die Eier in die Pfanne gelegt und die sind noch alle ganz. Also, echt. Wahnsinn, ne? Ja, Johann. Ja, sicher. Na? Also, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass der Horst zu Weihnachten, Silvester zu Hause geübt hat. Ha? Ja, Spiegeleier machen. Ja. Ne? Ich habe im Hühnerstall gewohnt am Wochenende. So. Oh, meine Frikadellen werden auf einmal so schick braun. So. Wie war denn dein Heiratsantrag? Oh.
Weiß nicht mehr? Nein, doch, der war gar keine da. Also mein Mann hat sich eines Morgens einfach, wir lagen im Bett und hat gemeint, machen wir das? Und dann habe ich gesagt, ja. So war's. So geht's auch. Mozi, der meint aber nicht heiraten. Ja, ja. Aber ich hab's gemeint. Also wir sind umgezogen in eine neue Wohnung vor 3 Jahren und ich wollte unbedingt alles haben in die Küche, auch wenn ich nicht so oft koche. Ja. Dann habe ich alles gekauft, aber jetzt heute erfahre ich, für manche Sachen benutzt wird, weil die waren zu Hause. Das ist das, was ich oft erfahre, wenn ich mal eingeladen bin. Sag die Gastgeberin, kannst bitte mal den Dampfgar anmachen? Dann sage ich, aber du musst erst mal die Bedienungsanleitung vorher rausnehmen. Das stimmt. Aber das ist gut, das ist eine Lehre. Ja? Also es macht auf alle Fälle Spaß. Schön, das ist wunderbar. So, jetzt mal ja. Du, pass auf, ich habe eine ganz tolle Idee. Machst du Salz rein hier? Ja. Pass auf, wir machen mal jetzt das große Mozi Mabuse Küchenquiz. Oh! Das ist ein Topf! Ja! Yeah. Moment! Das ist ein. Schneidet die Sachen klein. Nein? Ein Mixer? Ein sehr kleinerer. Sehr kleiner, ja, kleiner, genau! Yeah. Jetzt sag nichts Falsches! Ja. Ein Massagestab! Ja. Also da muss ich sagen, Horst. Ja. Na ja, gut, okay. Nein, sag nichts, Johann. So, jetzt. So, das sieht sehr lecker aus. Richtig drüber machen hier schön. Und du vergisst mir auch nicht den Likör. So. Dann. Ich habe mal eine Schicht ausgelassen. Wir wollen ja noch, ne? Pass auf, da machen wir das anders. Pass auf, wir können das ja noch mal ein bisschen. Achso, den Rest würde ich gleich auch für was anderes nehmen. Warte, ich bin ja noch. Ich muss erstmal noch die Beeren. Guck mal hier, wenn du die Cookies nimmst. Und du gießt da so ein ganz kleines bisschen Likör drüber. Mhm. Und dann wartest du einen Moment. Mhm. Und dann siehst du, dass ich zaubern kann. Weil dann ist der Likör weg. Daher die gute Laune hier. Weil die Cookies haben richtig Durst. Mhm. Da, guck mal, weg ist es. Mhm. Alles im Holzbrett, das ist auch blöde. Mhm. Ja? Ja. Ich hätte doch einen Teller nehmen sollen. So, jetzt machen wir das mal alles. Oh, ich muss mal da gerade rühren. Jetzt müssen wir dekorieren. So. So. Wie schaut's aus? Ein bisschen sauer. Sauer? Sauer. Mhm. Also für meinen Mund. Mhm. Da machen wir ein bisschen Zucker rein. Ja. Okay. Ja, das war gut, Johann. Die heimlichen Küchentipps. Oh, ist das sauer. Mach Zucker rein. Warte mal, wir brauchen jetzt Zucker. Hast du da Horst Zucker? Ist das Zucker? Wo? Hier. Ja, das könnte Zucker sein, genau. Viel Zucker rein beim Salat ist immer ganz gut. Das bricht so eine spitze Säure. Guck mal, aber ich habe alles hier. Ne? Ich habe Zucker hier, ich habe Ausstecher hier, ich habe die Messer hier. So, alles, was Johann heute braucht, habe ich hier. So. Dann hackst du noch rein, oder wir machen jetzt noch rein in den Salat frischen Rucola. Okay. Das ist ein sehr schöner Salat. Hier, Kompliment, guck mal. Applaus für den Salat hier. Dann. Johann, hast du so kleine runde Ausstecher? Ja, habe ich da. Wo? Hinten. Guck mal, hinten sind die. Hinten sind die. Ich habe sie hinten gelegt. Hinten? So, hier sind sie doch. Ach. Da liegt er, bitteschön. So, wunderbar. Jetzt haben wir schon die Platte. Die Messer kannst du wegtun. Große Platte jetzt. Alle Messer das weg. Das geht nicht. Du hast stumpfe Ausstecher, Johann. Was? Das macht du willst nur, dass meine Eier kaputt gehen. Wie? Deine Eier kaputt gehen? Meine Spiegeleier kaputt gehen. Ja, du hast doch gesagt. Ich meine, das kam nicht von mir. Das ist schon ganz schön böse, ne? Mhm. So, jetzt. Jetzt. Machst du eine schöne Platte erst mit dem Salat. Und dann kommt das Filet oben drauf, ja? Ich mach Salat jetzt in der Mitte oder so außen? Nee, in die Mitte. Okay. Den Rand bitte nicht schmutzig machen. Okay. Guck aber mal, Johann, was die Susan ein schönes Herz hier drauf macht. Unglaublich. Wo?
Susan, erklär mir mal bei der Traumhochzeit, wie die Sendung jetzt funktioniert. Ja, eigentlich... Sind das echte Hochzeiten oder ist das gefakte Hochzeiten? Nein, das ist alles echt. Echte, tolle Paare, die super unterschiedlich sind. Sich ist ja nicht schlecht. Wenn die unterschiedlich sind. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam für Jung, Alt, Mann, Frau. Es ist super schön, sehr emotional. Die müssen schwierige und weniger schwierige Spiele spielen, actionreiche, lustige. Müssen die auch kochen können? Wir hatten noch kein Kochspiel, aber ich werde das mal einbringen. Ist eigentlich eine gute Idee. Aber der Horst und ich, wir waren mal bei der Traumhochzeit schon mal dabei, gell? Ja, stimmt, da haben wir ehbare Besuch zu Hause, die mussten für uns Schnitzel mit Spargel und so was Hollandes kochen. Boah, weißt du noch, was das ein Drama war? Mein Gott, wie man als die Frau versucht hat, aus diesem Spargel die Soße Hollandes rauszukriegen. Das war nicht einfach. So. So, jetzt machen wir, erstmal schneiden wir unsere Filet in Stücke, gell? Und zeigen mal den Zuschauern, was wir hier Gutes gemacht haben. Und zwar Lammfilets rosa gebraten, so. Und zwar schön jetzt hier so schräg schneiden. Und du siehst hier, siehst du? Perfekt rosa. Achso, magst du bitte noch eine kleine Portion für unsere Gewinner? Eine kleine Portion? Oh, das sieht aber lecker aus, Johann. Ja. Ja, komm, mach guck mal, was Mozzi alles gemacht hat, wenn die jetzt nicht da gewesen wäre, du. Oberklasse hier. Hast du ein bisschen Salat noch drauf hier, zweimal Salat? Ja. Dann geben wir unseren Gewinnern auch was zum Essen. Die haben so toll gekocht bei der Küchenschlacht. Guck mal, die müssen auch was zum Essen kriegen, ja? Aber ich klaue dann von dir. Ja, ja, genau. Aber die bekommen jetzt von mir erstmal zwei vegetarische Frikadellen mit richtigen Spiegeleiern oben drauf. Da, damit schon mal so ein bisschen, ne? Nur ein bisschen zur Vorspeise. So, wenn ihr so lieb seid, könnt ihr natürlich teilen. Müssen wir aber nicht. So, die Fleischbeilage kommt von Johann. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer oben drauf. So. Das ist Salz. So, was ist eigentlich euer Leibgericht? Vegetarisch. Vegetarisch? Ja. Johann, für dich war super heute. Und bei dir? Lammfilet. Dann sind für dich die Eier alleine dahinter. Unglaublich. Wer ist Vegetarier? Ja. Ja. Ich darf ja nichts sagen. Seit wann gibt es in der Steiermark Vegetarier? Aber pass auf, du kriegst von mir ein schönes Risotto jetzt. Ich komme gleich, gell? Okay. Bin gleich soweit. Ich mache da noch Meerrettich rein und Parmesankäse. Für eure Traumhochzeit. Für Johann und für mich. Ach, guck mal, Hochzeit, Johann, steht's, komm mal runter. Ja. Komm. Sehr gut. Hat's in die Kamera, Leute, weil sie hängen ständig da oben rum und denken, sie sieht ein keiner. Ein schönes Hochzeitsdessert. Guck mal da. Warum bringst du den rüber? Weißt du, was das Schöne ist? Wir zwei sind schon im Prinzip durch. Wir könnten jetzt essen. Essen, oder? Ja. Ach, toll. Ja. So? Ich denke mal, wir richten auch an. Mhm. Und dann besorgen wir uns einen kleinen gemütlichen Tisch für uns beide. Mhm. Und dann fangen wir schon mal ganz vorsichtig an zu essen. Ja, genau. Schön Pfeffer drunter. Währenddem Johann da vorne noch versucht weiterzuarbeiten. Ob ich ihm mal diese Eier zeigen soll hier? Guck mal hier, so macht man ja Spiegeleier. Genau, bringst du mir beide. Ja. Ja. Guck mal, für unsere beiden Küchenklachgewinner gibt es jetzt richtig schöne Lammfilets, ja? Einen guten Appetit. Du hast jetzt Salz hingestellt. Jetzt kommen wir in das Risotto rein. Ja. Erstmal Meerrettich gerieben, frisch. Schön fein gerieben und Parmesankäse. Und dann noch Butter. Das schmeckt richtig lecker, Leute. Hast du das gesehen, ja? Johann, sind die von dir hier? Was? Nee. Du bist ja ganz schön fauler Hund, ne? Guck mal da. Ja, Horst. Eine Taschenlampe mit Gewürze, das ist ja unglaublich. Ne? So. Guck mal, ein bisschen Pfeffer. Ah, nee, das ist auch Salz. Uiuiui. Da hast du aber viele Salzdinger. Wo ist mein Pfeffer? Der Koch ist verliebt. Pfeffer ist hier. Ah, danke schön. Mozzi, ich habe schon mal drei fertig. Wenn du möchtest, kannst du mit uns essen kommen. Ich lerne, ich bin noch am Lernen. So, jetzt probieren wir mal, wie es jetzt auch schmeckt. Die machen wir mal aus, ne? So, ja, wir zwei gehen jetzt ganz in Ruhe essen, ne? Ja. Möchtest du lieber Wein oder ein Bierchen? Champagner? Ach, ein Weinchen. Ein Weinchen? Oder was trinkt man dazu?
Ja, genau, das ist gut. Also hier kannst du fast alles zu trinken. So, und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weißt, eine vegetarische Frikadelle aus Wirsing und Kartoffelchen, schöne Knoppelzwiebeln. Und dann so ein Eichen dazu. Ich muss sagen, das ist Nouvelle de Cuisine. Na, ah. So, komm. So, bringst du das mal bitte jetzt? Schau her, hier. Leute, guck mal da. Schönes Risotto, perfekt. Ja, ich habe übrigens noch einen Küchentipp. Jetzt sollst du mal den Küchenschlag gewinnen. So, jetzt hole ich mal den Fisch aus dem Ofen noch. Ne? Ich habe noch einen Küchentipp. Wenn Sie auch mal eine vegetarische Frikadelle möchten, ja, und Sie mögen kein Wirsing, ersetzen Sie das einfach durch ein Kilo halb und halb. Ja, dann wird's lecker. So. Bitte schön. Ich. Ja. So, danke sehr. Jetzt guck doch mal diesen schönen Fisch an hier. Das ist der Wahnsinn. So. Und jetzt kommt noch dazu rundherum etwas Kürbiskernöl. Guck mal hier, Horst. Ja, super schön, Johann. Möchtest du mal die Susan angucken? Die ist auch wahnsinnig schön. Meine Damen und Herren, jetzt gucken Sie doch mal die Susan an. Wahnsinnig schön. So. Komm, gehen wir essen. Was soll ich denn nehmen? Auf uns. Auf uns. Das haben wir gut gemacht. Auf dass du mindestens 10 Jahre Traumhochzeit jetzt machst. Unbedingt. Und dann gehen wir nur irgendwann mit mal Zeiten. Mit guten Zeiten, die schlechten Zeiten nicht. Nee. Mutzi, du darfst. Okay. Bist du lieber, dass ich bei dir ist? Ja, komm, bitte setz dich hin, komm. Ja. Hallo. Johann, greif zu, nimm dir ruhig so ein Ding. Also. Seh doch, du hast Hunger. Erstmal zum Wohl. Warte mal, ich muss noch was sagen. Zum Wohl. Also, schön, dass wir uns kennengelernt haben, Horst. Ja, Schmuckstück. Darf ich mir noch einen Wunsch fürs neue Jahr äußern heute? Johann, dir erfülle ich jeden Wunsch. Den kann ich dir leider nur alleine sagen. Ihr wart super, Mädels. Danke. Sehr schön. Das sieht aber wirklich sehr lecker, sehr schön wieder aus. Sehr schön. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns wann wieder. Ne? Bald, ne? Ja, ja, klar, samstags immer, Johann. Ja. Laferlichter lecker. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke.